Jo, moin moin. Willkommen, sag ich mal, zu einem kleinen Let's Show. Ich hatte vorhin ein Video aufgenommen, schon, aber da war ich mal wieder so schlau und habe vergessen, das Game auch bei OBS einzufügen. Also, hier ist es, Tabletop World Racing oder sonst wie auch immer. Wir haben unsere Karre schon ein bisschen aufgemotzt. Und ja, haben schon 3 Jahre gefahren gehabt. Ist so ähnlich aufgebaut wie Mario Kart. Also man hat so ein paar kleine Specials, eine Bombe gibt's, Beat Up, eine Rakete. Ja, ist ganz lustig. Die Maps sind wirklich cool. Klein, guck mal, auf größere Maps ähnlich. Ja, können wir zum Beispiel den Speed Power ab. Rakete, so ein Abschied, zack. Natürlich fährt er genau vor uns. Ja, man kann eigentlich fast alles, was einen Weg jetzt wegbaut. Außer Autos. So, 5 Runden gibt's ja. Okay. Ja. Lauter Verfolgen, meine letzten 2 Videos sind ein bisschen blöd. Eigentlich eine Einstellung. Einfach irgendwie durch eine Tastenkombination oder was, also ausgesehen. Und jetzt hab ich heute erstmal suchen müssen. Und ja. Jetzt ist aber wieder alles gebombt und hoffe, dass es jetzt auch alles funktioniert. Wir werden es ja, denke ich mal, sehen in dem Video hier. Und ja, das heißt, ich mache eine kleine Flashung von dem Spiel, weil ich denke mal, es wird auf Dauer zu langweilig, dass seine ein paar Runden schießt die ab und ja, gewinnt vielleicht irgendwie mal und mods seine Karre auf. Ja. Auf jeden Fall, ich wollte davon so da mal ein paar Parts machen und im nächsten, also im zweiten, Buches Rennen, komme schneller ins Ziel als andere Fahrer. Ach so, echt? Werde ich mal den Online-Modus testen wollen. Also da gibt es glaube ich einen Online-Modus, denke ich mal. Ich habe noch nie geguckt. Und ja. Es gibt, wie gesagt, man kann seine Karre auftunen, wickeln. Man kann sogar in der Luft lenken ein bisschen, das finde ich richtig cool. Ja, die Karte sind ja, wie man hier sieht, manchmal vor kleine Münzen verteilt, aber ich weiß noch nicht, wie man da überall rankommt. Das sind 10.000 wert. Ein Auto hat übrigens einen Wert von 3,5 gehabt, mal einfach. Ich weiß mal, Bescheid ist. Wenn man die Münzen einsammelt, kann man sich ganz schnell die besten Autos hier holen. Die kosten, glaube ich, so 150. Aber man muss halt auch rankommen. Ne? Aber kann man ja machen in Ruhe, sag ich mal. Wenn man nur die Münzen holt, danach kann man zwei Mitarbeiter gewinnen, dann passt das ja eigentlich. So, halt, Bilder weg. Bei den Maps finde ich wirklich nicht so gut. Ich finde, die Musik ist ein bisschen nervig, man kann es auch, sag ich mal, nicht so richtig runterregeln. Die Einstellung kann ich halt auch mal zeigen. Ja, gleich mal in der Einstellung gehen. Ich sag mal so, das ist das Rennprozedere. Man sammelt Power-Ups ein, zündet die, platzt seine 5 Runden, 4 oder manchmal auch 3. Ja. Ich muss halt Erfahrung bekommen. Weiß aber noch nie, was man mit der Erfahrung machen kann. Noch nie rausgefunden. So richtig. Ah, hier haben wir mehr Spieler. Okay. Spezial-Events. Spezial-Events. Das machen wir jetzt nicht, das machen wir beim nächsten Mal. Der Spieler, okay, Garage. Wie gesagt, das ist mein Auto. Dann haben wir, das sind quasi die ersten. Dann haben wir Street Racer, die sind natürlich ein bisschen cooler, sag ich mal. Und auch schneller, der gefällt mir. Und dann Supercars, das ist natürlich dann die ultimative.
Klasse hier. So, Optionen wollte ich gehen. So, Credits, Trophäen, mal angucken. Typ Controller, ich spiele mit Tastatur. Konfiguration, mal angucken. So, Grafik. Ultimativ. Na ja, gut. Nicht gerade die beste Grafik. Ich finde es aber trotzdem cool. Also, ich mag so Grafik. Musik kann man hier, wie gesagt, in 10er Schritten nur. So, also. Kann man auch auslassen. So. Aber schon mal ein bisschen Musik ist ein bisschen witziger. So, und das war's. Jetzt sicher können wir noch. So, das könnt ihr jetzt nicht sehen. Ja. War halt, dass man mit Erfahrung anfangen kann, das weiß ich halt noch nicht. Aber vielleicht finden wir es beim nächsten Mal raus. Ein kleines Let's Show schon mal gewesen, erster Part. Seid dabei beim nächsten Mal oder sowas. Viel Spaß und reingehauen. Ciao.